Melktal. Was wird man aus der Vogelperspektive entdecken können? Unser Startpunkt ist die Diemling am südlichen Ende des Hiesbergs. Die Melk fließt hier durch einen Durchbruch im Berg. Erst hinter diesem Engpass beginnt das eigentliche Tal. Es ist kaum zu glauben, aber diese nur 500 Meter lange Strecke ist der einzige naturbelassene Abschnitt des Flusses. Alle anderen Flussabschnitte der rund 40 Kilometer langen Melk wurden vor rund 70 Jahren reguliert. Erfreulicherweise wurde die Diemling im Jahre 1984 zum Naturdenkmal erklärt. In diesem unwegsamen Gelände besteht der Wald hauptsächlich aus krummen Eichen und Buchen. Über einen alten Steig kann man hier die kümmerlichen Reste einer total verfallenen Burg besuchen. In diesem Steinbruch wurde früher kristalliner Kalk abgebaut. Heute sieht man nur mehr die 50 Meter hohe, senkrechte Felswand. Auf der rechten Seite ist der Fluss von der 250 Meter hohen Flanke des Hiesbergs eingerahmt. Der Name der Melk geht wahrscheinlich auf die slawische Bezeichnung für Grenzbach zurück, was darauf hindeutet, dass hier einst vor vielen hunderten Jahren eine Grenzlinie zwischen den Bayern und den Slawen war. Der nächste Ort, den wir nun besuchen werden, ist Zelking in der Mitte des Melktals. Doch zuerst erkunden wir die Bauerwehr, die knapp vor Zelking den Fluss aufstaut. Vor 40 Jahren war das Wasser hier noch so tief, dass man schwimmen konnte. Heute ist das aufgrund der Verlandung nicht mehr möglich. Am Ortsrand von Zelking befindet sich die Sandkellergasse, die wir als nächste besuchen werden. Von 1920 bis 1950 wurde hier Sand unterirdisch abgebaut. Es gibt hier 26 Keller, die meisten davon sind aber nicht mehr in Verwendung und schon ein bisschen verfallen. Während des Zweiten Weltkrieges dienten diese Keller als Verstecke für viele Menschen und ihre Habseligkeiten. Am Ende der Kellergasse befindet sich heute ein Teich. Dieser ist ein Überbleibsel des 1975 errichteten Schlammabsetzbeckens. Die Abwässer der Sandwäscherei, versetzt mit Chemikalien, wurden hier einfach in diesem Teich entsorgt. Nach der Stilllegung des Sandwerks im Jahr 2000 wurde alles schön zugedeckt und man bekommt heute den Eindruck von Natur pur. Alles super. Unser nächstes Ziel ist die Ruine oberhalb von Zelking, die sich auf halber Höhe des Hiesbergs befindet. In wenigen Sekunden werden wir diese erreichen, 135 Meter über dem Talboden liegend. Der Bau dieser Burg begann im 12. Jahrhundert. Die jetzt noch verbliebenen Überreste bestehen hauptsächlich aus Steinen und ein paar Ziegeln. In der langen Geschichte wurde diese bis auf 7 Stockwerke erhöht.
Bis ins 17. Jahrhundert hinein lebten hier Menschen. Doch letztendlich gab es zwei wesentliche Gründe, die Burg aufzugeben. Der erste Grund war, es war einfach kalt, ungemütlich, windig. Und zweitens wurde eine neue Steuer eingeführt. Diese Steuer war von der Größe der Dachfläche abhängig. Aus diesem Grund wurde einfach das Dach entfernt. Deshalb ist das Bauwerk seit nunmehr 350 Jahren verlassen. Und ganz langsam, bedingt durch Wetter, Regen, Wind, Schnee, verwandelte sich das Gebäude in eine Ruine. Naja, und vielleicht ist bereits morgen alles zusammengestürzt. Wir starten nun von der Sohlenstufe in Matzleinsdorf und machen uns auf die Suche nach zwei großen Granitblöcken, dem Rogelstein und dem Großenstein. Der Rogelstein befindet sich auf einer kleinen Kuppe am Hiesberg, ca. 250 Meter über dem Talboden. Vom Tal führen hier sehr schöne Wanderwege rauf. Das nächste Ziel ist der sogenannte Weiße Stein, der sich direkt über der Sohlenstufe bei Matzleinsdorf befindet. Ab und zu wird dieser Stein heute noch weiß gestrichen, einem sehr alten Brauch folgend. Die wahrscheinlichste Theorie für das weiße Streichen ist, dass dieser Stein früher als Grenzstein diente. Heute steht dieser Stein unter dem Schutz des Bundesdenkmalamtes. Die Sohlenstufe war früher für Fische unpassierbar. Vor einigen Jahren wurde jedoch dieses Hindernis durchgeschnitten. Vielleicht siedeln sich dadurch mehr Arten wieder in der Melk an, doch die Quantität ist extrem niedrig. Nach der Ortschaft Matzleinsdorf endet das Melktal. Der Fluss fließt nun ganz langsam in seinem regulierten Bett bis zur Donau. Knapp vor der Windinger Brücke kann man im Winter sehr viele Enten antreffen. Diese werden hier wahrscheinlich angefüttert. In Kürze erreichen wir Melk und dort endet auch unser Überflug.